Ich begrüße euch recht herzlich zum Spiel Sherlock Holmes und das Geheimnis der tätowierten Rose. Schön, dass du dabei bist, immer noch. Wir haben ja schon sehr viele Folgen hier reingesteckt. Wir sind ja seit Ewigkeiten bei diesem Spiel dabei und ich habe das Gefühl, das Spiel wird noch Ewigkeiten dauern. Ich mag es eigentlich sehr gerne, aber ich muss schon feststellen, die Aufnahme ist schon schwieriger, als es einfach so durchzuspielen, weil man ja sehr viel vorlesen muss. Und ich habe ja schon reduziert, dass ich nicht alles zigmal vorlese. Aber solange ihr Spaß habt, solange es noch Leute gucken, bin ich auch dabei. Wohl kaum der sicherste aller Räume, Watson. Die Türe ist nicht mal für einen schlechten Einbrecher eine Herausforderung. Jeder, der Zugang zu den Regalen hat, könnte ihren Inhalt stehlen. Ein Dokument nach dem anderen. Dieser Lesesaal wird nach dem Ehrenprinzip geführt, wie die Bibliothek in einem Gentleman's Club. Kein Wunder, dass die Sicherheit so lax ist. Sieht ja aus tatsächlich wie so ein, ja, wie damals meine Stadtbibliothek hier. Da sitzt jemand vorne am Schalter, tut irgendwas. Also, Und ja, man kann sich hier irgendwas holen aus dem Regal und einfach hier hinstellen und sitzen und lesen. Ja, schön. Das ist Ministerium. Können wir hier noch irgendetwas lernen, Watson? Über den beklagenswerten Zustand der britischen Sicherheit sicher. Über unseren Fall wohl nicht. Okay, fangen wir mit dem Beamten an. Fragen wir ihn mal. Hallo, Beamter. Ich müsste mal kurz mit Mr. Whitney sprechen. Können Sie mir da helfen? Ich führe nicht für ihn Buch über seine Verabredungen, Mr. Holmes. Hier werden nur die Angelegenheiten der Königin bearbeitet. Sie können nicht bleiben. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte? Um Chairman Holmes willen verrate ich Ihnen, dass Whitney wahrscheinlich in seiner Badewanne plätschert. Und jetzt gehen Sie bitte. Aber das war mir doch schon. Warum fragt er ihn denn nochmal danach? Dürfte ich mich hier mal umsehen? Auf gar keinen Fall. Gehen Sie oder ich erstatte Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Ja, bitte. Hol Scotland Yard. Wobei eigentlich Scotland Yard dafür nicht zuständig sein sollte. Da gibt es immer noch die London Police oder diese Inner... Ach, da gibt es zwei. Es gibt zwei Polizisten. Ich glaube, für die City of London gibt es eine extra Polizei, die, glaube ich, für die City da ist und auch für... Oh Gott, das ist wieder... Ja, ich habe das mal gelesen. Für die City... Und für den Palast zuständig sind, da gibt es noch diese Staatspolizei oder sowas. Schau ich mal nach, liefere ich dann in der nächsten Folge nach. Aber irgendwie sowas gibt es auf jeden Fall zwei Polizeien in London. Gut. Hast du noch was zu sagen? Nee. John Watson? Nein. Regale? Klettern? Stabile, hüfthohe Regale dekorieren die Wand unter den Fensterbänken und neben einigen der Lesepulte. Schauen wir uns das Fenster mal an. Das Bleiglasfenster ist von außen unauffällig vergittert. Okay. Wie kann man den unauffällig vergittern? Die Fensterrahmen sind von roten Samtvorhängen umgeben. Standardversion für Regierungsgebäude. Na dann, können wir es mal öffnen. Das Fenster kann nicht von dieser Stelle aus geöffnet werden. Es könnten sich daran verzogen haben oder durch Farbe verklebt sein. Okay. Lampe. Oh, die könnte ich gut gebrauchen. Diese Öllampen taugen nicht als Beleuchtung für diesen Raum. Ihre spärliche Lichtausbeute verursacht erhebliche Belastung des Sehnervs und hält vom Lesen des Kleingedruckten ab. Aha, okay. Wahrscheinlich eine Gaslampe wäre besser wahrscheinlich hier. Betrachte. Jedes Regal ist in einzelne Felder unterteilt, in denen dicke braune Umschläge liegen. Über jeden Umschlag verläuft ein roter Streifen, auf dem das Dokumentenname und das Ablagedatum vermerkt ist. Die Information lässt darauf schließen, dass die Materialien nach Thema abgelegt werden. Keines der Ablagedaten stammt aus jüngerer Zeit. Jetzt gehen wir mal klettern. Der sagt nichts, der Beamte. Hä? Warum geht der wieder runter? Okay. Von hier aus kann man sehen, dass die Fenster bündig in der Wand eingelassen sind. Dahinter fällt es steil und gerade weit nach unten zum Bürgersteig ab. Der Kohlenstaub, der sich an den Schlössern abgesetzt hat, ist nicht verwischt. Ein schlummernder Beamter versucht, eine kahle Stelle mit Stiefelfarbe zu verstecken. Ähm,
Kommen wir jetzt nicht weiter, oder was? Okay. Ich dachte eigentlich, wir kommen ein bisschen weiter. Das Fenster wollte ich eigentlich öffnen. Ja. Jetzt bin ich etwas irritiert. Jetzt muss ich überlegen, was wir am besten machen. St. James Park, da können wir tatsächlich mal hinfahren vielleicht. Aber ich komme immer noch nicht drüber weg, warum ich nicht das Bild dem... Ach, na ja, natürlich. Nicht ihm zeigen. Quatsch. Wo ist er? Daily Telegraph. Ach Gott, das habe ich ja die ganze Zeit vergessen. Oder? Jawoll. Mist. Ja, und? Achso, ich muss ihn ansprechen. Charles. Zeigen? Hä? Hab ich nicht verklickt eben? Vorsicht, Sherlock, tu dir nicht weh an dem Ding. Ja, warum? Was doch der Falsche? Ich... Dein Rat war unbezahlbar. Hemmings hat einem Allerweltsgesicht Individualität verliehen. Überrascht mich nicht. Er vollbringt Wunder. Oder waren wir schon da? Oder haben wir ihm das schon gezeigt? Oh Gott, das ist wirklich ein Nachteil, wenn man immer nur alle paar Tage mal aufnimmt und tatsächlich auch mal eine Woche Pause hat dazwischen. Weil ich habe jetzt ein bisschen mehr auf Vorrat aufgenommen. Weil immer so ein Tag oder zwei Tage, bevor ich die Folge veröffentlichen möchte. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich ihm das schon gezeigt habe. Aber vielleicht auch schon, also... Aber ich glaube, wir wissen ja, dass der Möllendorf, dass hier das ist der Möllendorf, glaube ich, ist. Nee, das muss ich nochmal offline nachprüfen oder mal meine alten Videos mal durchschnuppern. Es kann sein, dass das einfach komplett in einem Ratsch gemacht haben, weil in einem Rutsch natürlich. Nachdem Hemming das Bild gemalt hat. Ja. Was können wir machen? Wir könnten... Nee, da fahre ich nicht nochmal hin. Lord Lawton. Vielleicht machen wir die Billardpartie. Oder wir fahren in St. James Park.
Ist ja auch noch mal eine Idee. Sind Sie bereit zu reden, Jenkins? Wenn Sie bereit sind für ein Spielchen, Mr. Holmes, lassen Sie uns anfangen. Ich habe nur das Zimmer bewundert. Ein schwacher Abglanz seiner früheren Größe. Nur ein paar schöne Dinge sind übrig geblieben. Nee, ist ja immer noch da, verdammt. Warum hat man einen Teil der Möbel so verkommen lassen? Geldmangel natürlich. Der Lebensstil des derzeitigen Lords hat uns verarmen lassen und unseren Ruf ruiniert. Es tut mir leid, Jenkins. Das muss eine harte Prüfung für Sie sein. Was muss ich machen? Achso, ich dachte, ich müsste ihn irgendwie ablenken vom Stoßen. Ist das Lortons Großvater da über dem Kamin? Sein Urgroßvater, der erste Earl, bekam den Titel nach Waterloo von Wellington selbst verliehen. Er sieht für mich eher wie ein Straßenräuber aus. Ein bisschen ungehobelt vielleicht. Segelte ein- oder zweimal hart am Wind, um die Wahrheit zu sagen. Verglichen mit seinen bleiernen Nachfahren war er aber reinstes Gold. Können wir anfangen? Aus den Startlöchern rauskommen, wie man so sagt? Wollen Sie wirklich so dringend verlieren, Mr. Holmes? Eigentlich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, was ich über Pratts Tod weiß. Das hat Sie zur Türe reingebracht. Ich habe einfach nur Lust auf weitere Konversation mit Ihnen. Lust haben dürfen Sie, solange Sie wollen. Aber wenn Sie länger hier bleiben wollen, sollten Sie besser gut spielen. Wir wollen keine Zeit mit Spielchen verschwenden, Jenkins. Wir haben etwas, was Sie wollen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber hier geht es nicht um Wissen, Geld oder eine flinke Zunge. Hier geht es um Billard. Können Sie spielen? Ich kenne das Diamantsystem. Ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Mein Preis ist eine faire Behandlung und ein offenes Gespräch. Und einmal umschauen im Haus. Abgemacht. Sie machen sich gerade beliebt. Ich akzeptiere. Jetzt zeigen Sie es mir, bitte. Das Diamantsystem? Also Jenkins, ich gehe mal davon aus, dass Ihnen meine Vorführung gefallen hat. Sehr beeindruckend, Mr. Holmes. Ich weiß nicht, wo Sie das gelernt haben, aber man sagt ja, auch ein blindes Huhn finde mal ein Korn. Also tun Sie Ihr Schlimmstes, ich bin kein Zechpreller. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Schauen Sie sich alles an, was Sie wollen. Sie haben jetzt erstmal freie Hand hier. Ich wollte eigentlich nur mit ihm reden. Warte. Nein, nicht rausgehen. Ach, Jenkins. Dieser Raum muss mal sehr hübsch gewesen sein. War er auch, Mr. Holmes. Ich könnte weinen, wenn ich daran denke. Wenn Sie sich dann jetzt bitte kurz fassen würden, es wäre mir lieber, wenn Sie fort wären, wenn Lord Lawton zurückkommt. Haben Sie den Schlüssel zu diesem Album, Jenkins? Nein. Das sind die Privatfotos seiner Lordschaft, Mr. Holmes. Jemand anderer hat diese Privatsphäre schon verletzt. Beachten Sie die Kratzer rund um das Schloss. Ich frage mich, was er gefunden hat. Vielleicht sollte ich Ihren Gedankengängen nicht zu weit folgen. Das wäre am besten. Lord Lawton hat meine Fragen entweder falsch oder ausweichend beantwortet. Warum? Schuldet er Ihnen Geld? Nein. Seine Ausflüchte könnten gefährliche Konsequenzen für Sie und jeden britischen Untertan haben. Also ich sehe das so, Mr. Holmes. Er lügt sich selbst ebenso oft an wie andere. Schlechte Investitionen und Spielschulden haben sein Erbteil aufgezehrt. Um dem Bankrott zu entgehen, hat er eingewilligt, eine aufgeblasene Proletin zu heiraten.
Diese grotesken Zukunftsaussichten will er nicht aufs Spiel setzen. Also wird das Versteckspielen zu seinem Lebensinhalt. Und er hat viel zu verbergen. Zweifelhafte Freunde, abstoßende Gewohnheiten, schlimme Beziehungen, die ganze Skala jugendlicher Indiskretion und zielloser Verdorbenheit. Also hat er vielleicht üble Geheimnisse. Oder er hat keine und lügt nur aus Gewohnheit. Oder er weiß etwas, will die Wahrheit aber lieber später zu Geld machen. Genau. Nicht sehr hilfreich, aber wahr. Wo ist der eigentlich, der Lord Lawton? Der, glaub ich, ist, glaube ich, mit irgendeiner Frau ausgegangen, oder? So, hier ist nichts mehr zu machen. Album, schauen wir mal an. Ein ledergebundenes Album mit einem handelsüblichen Messingverschluss liegt geschlossen auf dem Tisch. Diese Art von Buch enthält üblicherweise Sammelseiten für Briefmarken, Fotos, Zeichnungen, Gedichte oder sonstige Sammlerstücke. Aber bestimmt Dietrich. Dieses Album ist abgeschlossen, rund um das einfache Schloss sind ein paar Kratzer zu erkennen. Irgendjemand war sehr unachtsam mit dem Schlüssel oder hat versucht, das Schloss mit einem anderen Gegenstand zu öffnen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich hoffe, das geht überhaupt, die Idee, die ich habe. Nadel? Nein. Schließe auf. Album. Verklickt. Sieht auch mit der alten Nadel. Ach, guck an. Badum, badum, badum. Oh, er beobachtet uns. Album. Blättere. Ein Fotoalbum. Zumindest sieht so aus. Fotografien und Daguerreotypen von Lord Lawton und seinen Freunden, darunter etliche junge Frauen, stecken in dem Album. Auf der Rückseite des Umschlags sind noch Klebereste zu erkennen, doch das Bild, das hier einmal klebte, ist fort. Was? Warum? Geh weg, geh weg. Kann ich es mitnehmen? Wahrscheinlich meckert er dann. Zu Recht, ich meine, wenn es fehlt, das wird dem Lord Lawton ja auch einfallen. Das geht mir jetzt aber doch zu weit, Mr. Holmes. Legen Sie das Album augenblicklich zurück. Verdammt. Dum, 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 dum. Mal Dr. Watson fragen, vielleicht können wir ihn ablenken. Auch nicht. Okay. Play the piano, mein Freund. Can I play the piano anymore? Of course you can. But I couldn't before. Woher kennt ihr das? Okay. Spaß beiseite. Das Piano ist schön. Da ist ein Kästchen. Sehr schön. Was haben wir da für ein Kästchen? War es beim letzten Mal auch schon da? Das kleine zerbrechliche Döschen ist in rote Seite eingeschlagen. Seide. Es ist neu und unbeschriftet. Solche Kästchen verwenden Juweliere gerne. Dann ist da bestimmt ein Schmuckstück drin. Dum, da, dum, da, 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 dum. Dum, da, dum, da, dum, dum, dum. Das seidene Innenleben zeigt, dass dieses Kästchen für die Aufbewahrung eines Ringes gedacht war. Jetzt ist es leer. Na gut. Den Hocker kennen wir auch schon. Dr. Watson, bitte, sag mal was. Okay, können wir hier hochgehen? Dieser Teil des Hauses wird nicht benutzt. Wir haben einfach nicht das nötige Personal. Okay, aber da können wir da auch nicht hoch. Hier nochmal mit Jenkins. Da müssen wir doch mal zu seiner Verlobten, oder? Ah ja, sehr gut. Hä? Sind das alle Fotos von Lawton? Die meisten. Seine Lordschaft ist kein sentimentaler Mensch. Er hat nur ein paar Andenken und die schaut er selten mal an. Okay, aber es fehlt hier ein Foto.
Das Foto von der Innenseite des Rückendeckels fehlt Jenkins. Erinnern Sie sich, was drauf war? In Lord Lawtons Privatsphäre herumzuschnüffeln gehört nicht zu meinen Pflichten. Sie haben das Bild nie zufällig gesehen beim Aufräumen oder so? Oder vielleicht hat er es im Freundeskreis mal vorgezeigt? Vielleicht habe ich es einmal gesehen, zufällig. Es war ein Porträt einer hübschen Dame. Davon hat er viele. Aber dieses war anders. Ich glaube, ich habe die Dame schon mal gesehen, aber ich weiß es nicht genau. Tut mir leid. Wo gesehen? Hier im Haus? Nein, niemals. Es könnte eher in der Zeitung gewesen sein. Wann ist das Klavier zum letzten Mal gestimmt worden? Erst gestern kam jemand vom Klavierstudio vorbei. Haben Sie ihn bei der Arbeit beaufsichtigt? Natürlich nicht. Ich habe ihn vom Billardsalon ausgehört. Aber ich glaube nicht, dass er mal vom Klavier weggegangen ist, bevor er fertig war. Kann nicht mehr als 30 Minuten hier gewesen sein. Hat er eine Rechnung da gelassen? Jetzt, wo Sie es sagen, er hat gar nichts hier gelassen. Dann würde ich das Haus verwetten, dass er etwas mitgenommen hat. Ist irgendetwas plötzlich verschwunden? Nicht, dass ich was gemerkt hätte. Vielleicht das Foto, aber... Ich meine, das Schloss war ja angekratzt. Watson, hast du eine Idee? Hat er nicht. Ich jetzt gerade auch nicht mehr. Wir müssten noch in den St. James Park und hier die Verlobte, also ich sage jetzt einmal, das ist die Verlobte von dem Lord Lawton oder seiner Geliebschaft, die Lady Lockridge besuchen. Wir haben immer noch diese Aufgabe, diese, wie hieß sie, Recent, die wir da im Very Punt gehört haben. Aber wir haben noch sehr viel zu tun. Aber das ab der nächsten Folge und noch viel mehr. Ja, ich glaube, wir haben gerade mal die Hälfte des Spiels geschafft. Wahnsinn, Wahnsinn. Zumindest gefühlt haben wir es eigentlich schon zweimal durchgespielt, aber noch bin ich voller Freude. Dankeschön fürs Zusehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Perodo.